Und herzlich willkommen zurück zu Paraworld. Ja, worum geht's heute bei mir in der Folge? Es geht um einen neuen Mod, den ich mir zum Herzen genommen habe und der unsere Stadt ein bisschen schneller voranbringen könnte. Ja, auf der Karte sitzen denn ganz viele viele Schafe. Ah, wir züchten gerade ein bisschen hier. Beziehungsweise Tim ist dabei, sich da statt Lapis für die Magierviertel blaue Wolle zu nehmen. Und ich habe mich natürlich dazu berungen, eine Schmelze bei mir ins Haus reinzuzimmern. Aber nichtdestotrotz, Toolforge Level 2, das heißt, wir konnten unseren Hammer herstellen mittlerweile, der auch sehr gut dabei ist. Sagen wir das so. Hier oben sind ein paar Öfen, ein paar Drywacks, wo halt ein bisschen Glas oder etc. gebrannt wird immer. Eigentlich nicht viel zum Großen. Und ja, um welche Mods geht es heute? Association Warfare Core geht es heute. Der bringt uns nämlich ein bisschen dahin, wo wir eigentlich hin wollen. Und zwar ins Roleplay mit einem gewissen Aspekt für das Spiel. Ja, aber wir wandern erstmal ein bisschen hier rum. Was hier passiert ist, ist, dass ich hier mittlerweile angefangen habe, Häuser im Stil vom Mittelalter zu bauen. Und ich muss gerade mal hier gucken. Sind sie gerade wieder ein bisschen am Rumdameln. Wie gesagt, hier ist so ein kleines Haus. Ich versuche halt jetzt alles im mittelalterlichen Stil zu halten. Ich werde mal den Chat ein bisschen ausmachen. Tschüss. Obwohl besser ist, wenn wir den noch ein bisschen anhaben, dann können wir ein bisschen mitlesen. Weil ich weiß nicht, ob irgendwas nachher kommt. Ist mir gerade auch so bisschen ein Dorn im Auge. Aber das macht nichts. Wenn das jetzt ganz am Blinken ist, ist das nicht so. Wie gesagt, hier soll ein Hafen und so den ganzen Mist hin. Im Endeffekt. Und hier geht der Stadt. Da vorne möchte Ben bauen, habe ich gesehen. Und das wäre es jetzt eigentlich. Jetzt gehen wir zum Association Warfare Mod rüber. Was ich schon mal gemacht habe, ist hier oben eine Werkbank. Ein bisschen geforscht, dass wir schon mal was machen konnten. Und worum es heute geht, ist eigentlich, dass wir, muss ich mal hier reingucken, Research Core. Farming, und die ganzen Dinger sind hier auf jeden Fall vorhanden. Das heißt, wir müssen gerade mal noch ein paar Sticks holen. Ein bisschen Weizen, da war glaube ich gerade 12 vor. Mal so, zack. 12, paar Sticks, paar Fackeln. Und ich glaube auch Spinnfäden. Die muss man eigentlich immer dabei haben. Mittlerweile brauchst du da sehr, sehr viel von zu dem Ganzen. Was man eigentlich hier macht, ist eigentlich immer nur ein bisschen forschen, ein bisschen die Rezepte angehen. Jetzt springt er gleich um, geht auf Farming rüber. Wir werden hier unten schon mal Town Hall eingeben. Denn Town Hall heißt für uns. Kleine, ah ne, da müssen wir das auseinanderschreiben. Da oben ist schon die Town Hall. Hier oben, da brauchen wir gleich noch ein bisschen Holz. Haben wir echt Holz aus dem Erebus? Ne, ne? Ernsthaft? Sollte eigentlich nicht so sein. Ich hab, ne, also egal. Stonebricks und eine Chest, dann haben wir unsere Town Hall. Das wird als erstes passieren. Jetzt fehlt hier uns noch Leder. Wieder ein paar Fackeln. Und dann mache ich gerade mal so. Einen Moment. Weil sonst geht mir das ein bisschen leicht auf den Keks, wenn ich ein bisschen am Spielen bin. So. Hauptsache die Aufnahme geht nicht kaputt. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Leder. Was ist denn hier? Achso, Sticks brauche ich da nicht. Okay. Wir hoffen, dass sie jetzt nicht sagen, dass alle wieder pennen wollen. Oder sie können alle gleichzeitig pennen. Leder. Leder, Leder, Leder. Aber wir, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen hier in so einem sortierten Kisten. Also absolut perfekt. Jetzt fehlt noch Weizen. 12 Stück haben wir noch. Da, 1, 2. Und bam. Das heißt jetzt, der Animal Husk Pairing wird auch erforscht. Das wäre dann das Optimalste für den Anfang. The Wheel Comment. Fishing, das können wir später machen, denn ich schlage gleich das Buch auf. Hat er, Dankeschön.
Denn in dem Buch wollen wir auf das hier unten gehen. Worker. Da brauchen wir noch ein Food Bundle, Gold und eine Wooden Pickaxe. Das ist nicht das Problem. Aber wo es dann nachher geht, ist dann halt die Town Hall. Hier sind die Food Bundle. Da müssen wir gleich noch ein bisschen jagen gehen. Ich hoffe, dass wir da alles ein bisschen finden. Hier sieht man auch noch ein paar Maschinen und sowas, dass halt die Quelle betreiben können. Wo es drum nachher geht, ist nachher die Kupfer. Und das ist das, was wir brauchen. Jetzt gucke ich, ist das ein IV? Genau, das ist ein IV-Crafting. Das heißt, Association Warfare Crafting ist hier oben. Weil wenn man so guckt, ist das Chap Crafting. Es ist halt ziemlich anders. Jetzt gehen wir noch drauf hin. Auch ein bisschen Stone Bricks. Sollte ich noch welche haben. Ah, beziehungsweise ich habe nur die Chest und dreimal Holz. Dann nehmen wir hier einfach nur das. Ah, da können wir hier in die Kiste einfach nehmen. So. Das sollte eigentlich hoffentlich immer dafür reichen. Im Endeffekt, das nach hinkommen soll. Ich vermute mal sehr stark. Ah, ich trottel, dass ich erst die Kiste machen soll. Zack, zack, zack. Ah, ich bin ein Idiot. Sorry. Ich habe gesagt, ein AV-Crafting ist es. Dann müssen wir das hier auch reintun. Da haben wir unser Town Hall. Ich weiß gar nicht, ob es eigentlich Achievement für gibt. Das interessiert mich gerade mal. Fossil, HE Achievements, HE Challenges, Erebus, Eternal, Growing, Massive. Anscheinend gibt es dafür nichts Besonderes. Okay. Macht aber auch nichts. Jetzt werde ich den Block. Wo setze ich den hin? Könnten eigentlich wie ins Gebäude reinsetzen. Das Gebäude dann dafür. Ich hätte eigentlich vor, noch eine Taverne zu bauen. Zu dem Ganzen. Aber ich finde das gar nicht mal schlecht, wenn wir das hier reinbauen. Nutzen wir den Block auch dafür, dass wir da was bauen können. In die Town Hall kommt entweder Fleisch. Also normales Vanilla-Fleisch. Also von von Schweinkühen. Oder von Hähnchens. Oder Brot. Und das ist das, was wir auch häufiger benutzen werden durch die Kopffarm. Das Brot. Denn das wird jetzt gleich unser nächstes Ziel sein. Dann werden wir schon mal die Kopffarm nur provisorisch mit denen aufbauen. Da brauchen wir Wooden Gears. Okay, das sollte schnell gehen. Da brauchen wir noch ein paar Sticks. Die haben wir, glaube ich, auch noch hier drin. Genau, nur noch Holz. Was habe ich gesehen? Eine Chest und eine Iron Hoe. Okay, dann gucken wir mal bei den Waffen, ob da noch ein Ironhoe drin ist. Ist absolut perfekt. Holz. Dann nehmen wir unser Darkwood, weil da habe ich die Setzlinge mittlerweile gefunden in der Nähe. Das ist schon ganz super. Eine Chestbox. Ist es AV? Na? Nein, das ist normales Crafting. Okay. Eins. Machen wir uns noch eins. Okay, das Event wird nicht starten. Ich finde die Sounds immer ganz gut. Gear, Gear, Gear. Ach ne. Ist ein AV-Crafting. Gucken wir mal, kann man das denn eigentlich so immer eingeben? Absolut perfekt. Kopffarm. Nun. Wenn jetzt hier oben wieder irgendwas am Rumschleichen ist, bin ich wieder ein Rappel. Oh. Wo bist du, du Drecksviech? Müssen wir eigentlich noch so einen Weg hier hinbauen immer. Ja, schleicht denn sich denn rum? Ah, doch, Event startet, geil. Boah. Du kleiner Zack. Kleiner Zack, nicht, ne? Long way to down, long way to down. Long way to down, tschüss. Wo hat er jetzt mein Schwert hingedroppt, die Sau? Na komm ruhig näher, komm. Hau dich. Willst du nicht meinen? Ach, du willst doch nicht näher, ne? Billig. Hey. Pelikan. Pelikan. Ich kann auch komischerweise gerade nichts aufsammeln. Was ein bisschen ulkig ist. Egal, mich stört's ja nicht. Müssen auf jeden Fall wieder was in die Hand reinbekommen. So.
sonst wird das nämlich nichts mit uns. Was da auch für ist definitiv hier immer dringend. Jetzt haben wir diesen neuen Effekt. Weiß ja nicht, warum wir nicht eigentlich nicht pennen gehen. Aber nichtsdestotrotz. Town und ist da, Kopf haben. Jetzt brauchen wir nur noch unseren Worker. Das heißt für uns, wir müssen jetzt ein bisschen auf Jagd gehen. Ich schau mal, ob da oben irgendwie was denn davon sein kann, was ich habe. Wir brauchen nämlich ein Food Bundle. Food Bundle. Und da brauchen wir halt. Ja, da ist halt Meat oder so ein Quatsch. Brot, Wasserflasche, Apfel. Hähnchen werden wir definitiv haben, das weiß ich. Kann doch gerade auch nichts machen. Müssen wir mal kurz einmal disconnecten. Warum der gerade wieder nichts aufnimmt, sonst müssen wir gleich das Spiel einmal neu starten. Hatte ich auch schon mal. So, Spiel einmal neu starten mussten. Ah, besser. Okay, wir haben Brot. Das ist absolut perfekt. Wir haben das Hähnchen, noch besser. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Kuhfleisch und Schweinefleisch. Das frage ich mich, ob wir das denn irgendwo gleich in den Kisten noch haben. Dankeschön. Das kann man nicht dazu verwenden. Nee, das ist Nekromantik. Damit habe ich nichts zu tun vorerst. Oder sollte ich nichts mehr zu tun haben? Ich komme mir nicht gerade um Asiation Warfare. Und hat echt Spaß macht dadurch. Aber mir wäre jetzt auch lieber, wenn ich über Schweine oder so einen ganzen Quatsch hätte. Ach, guck mal, direkt wieder eine Trophy genascht. Die ganzen Schafe. Ach, total lustig, ihr meint. Wenn ihr morgens reinkommt, ne, bist du angemört. Ich schau mal, ob wir denn nicht irgendwo was haben an Zeug. Weil Leder ist ja da. Das heißt, eventuell, warte mal, können wir noch ein bisschen Rüstung mitnehmen. Was fehlt mir denn Helm? Nehmen wir mit. Zack. Dann ist die Leiste auch wieder voll. Ne, dann gehen wir mal kurz in den Keller hier bei uns. Weil da ist ja auch einiges zugekommen. Der Weg wurde ja ein bisschen geändert. Oben im Magierviertel wurde ein bisschen was geändert. Also eigentlich relativ ganz nett hier unten geworden. Taint Leder, ne, ne, ne. Haben wir nicht. Ich brauche doch nur. Das wäre nämlich absolut ganz lustig. Aber ich glaube, sowas haben wir nicht. Wo ist es? Ah, perfekt. Ich komme mit. Hat doch, glaube ich, diese Dinger gefangen. Kann das sein? Nice. Danke. Dann können wir nämlich eigentlich Kühe züchten. Dann schnappe ich mir nämlich eben noch ein paar Zäune. Ah, warte. Ich komme zurück. Gab's noch ein bisschen Weizen, das ist ganz gut. Obwohl ich noch ein bisschen Weizen hatte und es nicht das Problem gewesen wäre. Nun aber wir das überbrücken können jetzt dadurch. Jetzt müssen wir noch so einen kleinen Fisch reinschnabbeln. Oder zwei. Shift Swimming. Gibt's dadurch die Lava-Dinger, habe ich leider nicht mehr. Aber da können wir auch, da haben wir unsere Fischfande und da kommen wir eigentlich ganz relativ mit gut. Ja. So, jetzt weiß ich nicht, was damit ist. Cage Opener. Left the game, okay. Nun fraglich, wohin damit? Vorerst. Jetzt mal die erstmal. Fight! Na komm her. Du willst doch fighten, du Sack. Muss das sein?
nicht willst. Oh, ne, fehlen welche. Alles kann man ein bisschen einkürzen. Jetzt komm noch runter oder nicht? Blöder Sack. Ich höre dich da oben noch. Ey, kannst du wieder keine Blöcke einsammeln? Jetzt kann ich das Spiel noch einmal neu starten. Einmal machen wir es so. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir das nicht machen können. Aber wie gesagt, einmal Spiel gleich neu starten, dann sollte das funktionieren. Ich will das aufsammeln. Hier mal so ein bisschen. Nee. Bisschen ärgerlich, weil da hätte ich jetzt die Tür eingesperrt. Gucken nochmal hier. Nee. Dann machen wir einen kurzen Cut. Wir starten gleich die zweite Folge mit dem Farmer, mit AV-Ding und dann kriegen wir das eigentlich relativ schnell hin. Es kann auch passieren, dass ich einen kurzen Cut mache, das ein bisschen zusammenfasse, weil anscheinend muss ich das Spiel am Menü starten. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und willkommen zurück nach dem kleinen Absturz hier. Habe ich mir jetzt doch schnell fix ein paar Zäune gemacht. Das heißt, ich hoffe, dass ich jetzt was einsammeln kann. Ja, so soll es auch sein, dass wir wieder sammeln können. Ah, und ich bin wieder ein Trottel. Aber ist nichts Neues. So. Wir brauchen nur ein Fleisch. Ah, jetzt ist das Ding kaputt gegangen, oder was? Wie ist das denn? Cage. Ja, also Cage da unten ist es. Cage Opener, den brauchen wir. Okay, dann brauchen wir noch das ein bisschen. Eisen sollte ich eigentlich hier haben. Frag dich nur wo. Und dann züchten wir schnell zwei, dann machen wir das. Aber dann brauchen wir nur noch Schweinefleisch. Apfel haben wir hier. Aha, hier habe ich gar kein Eisen. Kann noch was hier unten drin sein? Nee, aber wir sollten mal dann. Also sollten wir mal die Schmelze anschmeißen nochmal. Ja, mir ist das eigentlich wumper, ob wir das verdoppeln oder nicht. Das macht nichts aus. Denn wir haben ja den Hammer, dann können wir halt ein paar Stunden, ein, zwei Stunden uns damit vergnügen, dass wir uns einfach nach unten begeben und einfach mal durchfarmen. Brauchen wir noch einen. Mit 6 Stück. Ja, Cage Opener. Super. Ich hätte gern eigentlich noch ein Tor noch craften sollen. Zumindest, dass die halt erstmal da gezüchtet werden. Die sollen ja später dann zur Farm rüber. Ich meine, das Tor geht das nicht so. Ja. Dann haben wir uns da ein Tor zwischen. Dann kommen wir wenigstens rein und raus. Wenn irgendwas ist rein, kommen wir ja sowieso. Kein Problem. Aber raus sollten wir am besten auch kommen. Jetzt sehe ich gerade, wir hatten noch zwei übrig, drei übrig. Liebe Kuh, bleib bitte hier drinne. Muh mich nicht an. Kopffarben, da ist empty. Da haben wir noch, zack, Cage Opener. Um uns dann die zweite Muku. Also tschüss. So, jetzt. Nee. Gar nicht jetzt anfangen hier. Geh weg. Weich. Guck mal, ich hab leckeres Weizen für euch beiden. Wie wär's mit euch? Hm? Kleines Date oder so? Danke. Ein Fleisch wollte ich haben. Gut. Dann kann die kleine Kuh sich nämlich auch dahin begeben, dass sie sich ein bisschen züchten kann. Wir kümmern uns aber des anderen, dass wir an die Schweine kommen. Ist hier auf der Karte nichts? Oh, lol. Pennen. Jetzt frage ich, ob jetzt alle pennen gehen wollen. Okay. Nein ist nein. Dann müssen wir auch nicht pennen gehen. Aber wir sollten dann schauen, dass wir irgendwo hier die Schweine. Ich weiß gar nicht, wo ich welche hatte. Alles klar. Was ist das denn für eine fette Statue? Oh, jetzt wird es ein bisschen voller wieder hier, merke ich. Muss mal schauen. Oh, ey. Was ist denn los bei denen? Oh,
Wizard Away. Das ist ganz gut, die Melonen. Dann nasche ich mir mal gerade welche weg. Party-Plattform. Das ist der Elmer, der ist auch da. Schweine wären besser, das ist klar. Macht aber nichts in der Hinsicht. Wir können hier. Ich mache hier einen Zeitraffer rein.
So, ich habe hier gerade hier Schweine gefunden. Ich habe das jetzt mal ein bisschen abgekürzt, habe da gerade eben einen Cut noch vor reingeschoben. Und echt, ey, ich war jetzt hier, wenn man jetzt guckt auf der Map, bin ja hier unten einmal so rumgelaufen, habe dann hier irgendwo Cut gemacht. Ich glaube hier so in der Richtung. Und bin dann hier noch das obere Stück lang gelaufen, um die zu finden. So, jetzt werde ich aber noch die restlichen Schlachten. Zumindest eins wird ja reichen. Kann ich das bitte haben? Danke. Und sehe ich gerade, hier ist noch eins. Ich lasse das mal vorsichtshalber hier. Sehen wir uns nach Hause wieder begeben. Und bis wir zu Hause sind, machen wir einen kurzen Zeitraffer und sehen uns dann gleich wieder mit den Bundles. Ja, da sind wir endlich wieder daheim. Ging ja eigentlich relativ schnell durch den Zeitraffer. Und das ist auch ganz gut. Jetzt gucken wir, dass wir das alles zusammenkriegen. Sammeln auch wieder jeden Schrott ein. Bisschen komm hier, damit sie wieder Schrott ein. So, aber nicht so das Leben, das ist gar ein bisschen blöd, dass ich nur da zu wenig von habe. Kann ich die eigentlich aufstellen? Oh. Das am Mittag. So, mein Wecker. Wecker hat gerade noch ein bisschen gebimmelt, weil ich mir einen Timer gestellt hatte, der eigentlich für alle Folgen reichen sollte, aber ich habe ein bisschen wieder zu lange gebraucht. Für alles. Aber es macht nichts. Wir machen einfach weiter und kümmern uns gar nicht um das. Jetzt brauche ich erstmal den ganzen Loot hier. Den kann ich wegpacken. Da brauche ich nur ein Stück. Kann ich denn mehr machen? Ich habe kein Hähnchen mehr, ne? Okay, macht nichts. Wir brauchen, glaube ich, eins davon. Eins davon. Das ja, hat er gebrannt. Okay. Ist das Bundle ein AV? Also ein Food Bundle? Ja, ist ein AV-Rezept. Dann müssen wir hier natürlich hier reingehen. Einmal mit. Oh. Irgendwas fehlt. Apfel, Steak, Pork. Apfel. Da unten ist das Brot. Irgendwie war das Wasser. Habe ich doch alles. Das wäre natürlich blöd, wenn das nicht funktioniert, das Rezept. Ich doch geforscht. Jetzt gucke ich mal gerade. Food Bundle, wo sind sie denn? Trade. Ah, Food Bundle. Leadership, habe ich doch gemacht. You need Leadership. Das nicht gemacht. Doch, ist gecraftet worden. Aber warum man das dann nicht macht, ist eine Frage. Wasser, Hähnchen, Apfel, Red, und ich kriege das Rezept aber nicht.
Das ist ein bisschen blöd. Weil das wäre natürlich jetzt für uns das Wichtigste gewesen, das herzustellen. Da müssen wir uns auf jeden Fall, muss ich mal mich drum kümmern. Ist ja gerade noch online, nein. Ist auch. Das ist ein bisschen blöd. Oh, das macht aber nichts. Dann quatsche ich mit Zeile drum. Ihr habt auf jeden Fall da was zu machen. Und dann sollten wir das halt in der nächsten Folge halt möglicherweise das schaffen, dass wir das auf jeden Fall setzen können, weil sonst wäre das ein bisschen ärgerlich, dass das nicht funktioniert. Aber bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, Flash-Shooter und ciao, ciao.